hat es sehr gut gemacht. Er hat nicht eine einfache Aufgabe gehabt, er hat sehr eine sehr komplexe Aufgabe gehabt und hat dort ganz verschiedene Teilgebiete müssen bearbeiten und hat das doch recht gut gemeistert. Es ist immer so, dass die Sachen gehen immer etwas länger, andere etwas weniger. Aber summa summarum hat er das recht gut gemacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer die Nervosität ein bisschen nehmen. Ich meine, wir sind ein Teil eines ganzen Konstrukts. Es braucht einen Kandidaten, es braucht einen Fachvorgesetzten und am Schluss braucht es uns. Zwei, die noch eine Beurteilung machen können. Aber wir sind ein Team. Und das Ziel ist ja immer, dass man eine gute Prüfung machen kann. Und das haben auch wir. Also wir unterstützen schon während dem Weg, wenn sie dran sind, das Zeug erarbeiten. Man kann einen Besuch machen, um auch den Kontakt zu haben und die Angst ein bisschen zu nehmen. Und jetzt in meinem speziellen Fall, wo ich noch Chefexperte bin, muss ich noch ein bisschen mehr Angst nehmen, als ich das Gefühl habe, oh, jetzt kommt noch der Chefexperte. Genau. Aber dort machen wir sehr viel halt einfach mit Kommunikation mit ihnen. Genau. Es war eine schwierige Aufgabe, die er hier bewältigen musste. Er war längere Zeit dabei, hatte auch noch einen Unfall gehabt. Das hat nicht alles vereinfacht. Aber ich würde sagen, er hat sich ganz gut gemetzelt. Ja, zuerst ist es einmal ein Reinkommen, oder? Man muss die Arbeit selber lernen kennen. Man hat zwei Stunden Zeit für das. Man tut sich Fragen stellen. In der Präsentation tut der Zehnte oder andere sich klären. Und dann muss man immer flexibel näher die richtigen, wichtigen Fragen stellen. Ja, man ist ja Profi, oder? In diesem Fachgebiet. Aber es ist immer eine andere Aufgabe. Das macht es auch sehr, sehr spannend. Und trotzdem gibt es immer wieder Fragen, die ihm nicht klar sind, oder? Also, es ist zwar alles dokumentiert, aber wir sind aussenstehend. Wir kennen das Produkt nicht. Und dann gibt es halt schon die eine oder andere Frage, die sich halt aufdrängt. Und dann wollen wir eben hören, wie er uns die beantworten. Bist du zufrieden, wie es abgelaufen ist? Ja, mal. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt habe ich es endlich durch. Ja. Ich freue mich. Hat es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben in deiner Präsentation? Ja, also teilweise ist mir der Text nicht mehr in den Sinn gekommen. Aber also eigentlich bin ich wieder recht gut reingekommen. Wie hast du dich vorbereitet jetzt für die Prüfung? Ich habe es einfach daheim geübt, weil ich momentan ja nicht arbeiten kann. Dann habe ich es echt daheim geübt, zwei, drei Mal durchgegangen. Und dann ist das eigentlich recht easy durch. Ja, ich habe noch zwei Prüfungen. Eins wäre die Allgemeinprüfung, also die Abo-Prüfung und Berufskunde, noch den Rest. Eine Morgenprüfung und dann wäre ich durch.